Servus Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und bei Cliff Empire. Wir starten heute in die neue Session und es soll heute ein bisschen vorangehen. Wir kommen jetzt, denke ich, aus dem Tutorial raus und dann geht's auch in die Vollen. Und wir werden uns da auf jeden Fall unsere Erfahrungen aus der letzten Staffel hernehmen und uns da um einiges besser anstellen. Bin ich mir ziemlich sicher. Und wir sehen uns dann in-game. Bis gleich. So, hier sind wir schon. Wir starten. Ich mache hier gleich mal die Pause raus, dass wir loslegen können. Gehen mal hier auf Stufe 3 der Geschwindigkeit. Ich weiß jetzt noch, Second Base war relativ angeschlagen. Wir hatten hier Probleme mit der Energie. Da sind wir auch gerade noch dabei beim Bauen mit dem Kernkraftwerk. Da fehlt uns halt auch momentan einfach die Kohle, die Credits. Aber zumindest haben wir hier Möglichkeiten. Wir haben hier unsere Fischproduktion hochgefahren und da müssen wir mal schauen, wie gut die sich hält. Ansonsten müssen wir noch eine zweite hinbauen. Schau ich mal gerade. Wir haben aber momentan nur zwei Mitarbeiter. Das heißt, wir brauchen hier sowieso noch Leute. Ich baue mal hier für die Unterkünfte, was kostet denn der 700? Beziehungsweise kann ich hier noch aufrüsten? Ah, ja. Aber lass mich raten, wir haben kein Uran. Kaufen, wenn weniger als 10. Jetzt warte mal. Der produziert hier Uran, richtig? Ja, aber ich habe halt noch keine Brücke. Okay, das heißt, ich muss hier noch kaufen, wenn weniger als 10, verkaufen wir mehr als 20, dann sollte es normalerweise passen. Verkaufen wir mehr als 20, wir haben hier halt kaum Essen, das ist unser Hauptproblem. Wir produzieren das so wenig oder wie? Plus 10, das dauert aber halt ein bisschen. Wird halt fast alles gleichzeitig fertig. Kommen hier auch wieder neue Citizens. Das haben wir hier zum Beispiel mal gedeckt. Wenn der da drüben jetzt, wenn wir jetzt hier noch die Brücke fertig bekommen, kann er Uran verkaufen. New citizens arrived. Aber dazu brauche ich natürlich auch erstmal hier die Rohstoffe. Schaut es nicht drüben aus. Der ist auch noch fleißig am Bauen. Hier geht es hauptsächlich um unsere Ressourcen. Dort, hier haben natürlich einen ganz schönen Weg. Was bauen wir, was kaufen wir denn hier? Kaufen wir weniger als 5, genau. New citizens arrived. Gadgets. Die brauchen noch Haushaltsdinge, genau. Das ist wichtig. Ich muss nur noch schauen, wie ich die jetzt hochgepäppelt kriege. Wir haben auf jeden Fall das Problem mit dem Geld. Ich habe keine Ressourcen. Dann warte mal, ich nehme mal schnell. Transportbarke, warte mal kurz. Einmaliger Verkauf von, sagen wir mal, 40 an die Second Base.
Damit möchte ich dir ein bisschen helfen. Dann können sie nämlich das hier ran machen. Die Ressourcen müssen sie eigentlich wirklich nur rüberkarren. Research completed. Trading platform arrived. So, jetzt Moment. Das war jetzt, dass wir das, die Fernleitungen haben. Jetzt müssen wir noch das Stromnetz machen. Perfekt. So. Du machst jetzt halt deaktivieren. Du verkaufst, wenn du mehr als 10 hast, verkaufst du das. Hier machst du das mal weg. Damit sollte zumindest eine Möglichkeit bestehen, hier. Wir hatten, warte mal, statt dass ich dann hier das Essen verkaufe, verkaufe ich alles, was ich zu viel habe, hierher. 30 und er soll es hier dann ja eh verkaufen. Beziehungsweise. Ja, so und alles, was er mehr als 40 hat, soll er auch verkaufen. So habe ich zumindest die Möglichkeit, etwas zu machen. Ich brauche hier jetzt auch noch eigentlich brauche ich nur 9. Wir haben hier auch eine sehr, sehr schlechte Ökologie. Ach, wegen dem Kernkraftwerk, ist ja klar. Das Kernkraftwerk zieht natürlich unsere Ökologie ziemlich runter. Das ist dann Prio 1. Hier wird nichts mehr gekauft. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ich mache das hier mal weg. Das heißt, er soll es hierher verkaufen. Ich spiele gerade mit dem Gedanken, hier aufzurüsten. Ich speichere mal kurz. Und rüste auf. Wir brauchen einfach mehr Möglichkeiten. Oh, hier. So. Wir brauchen hier auch Leute. New citizens arrived. Small construction completed. Hier unten, okay. Jetzt brauchen wir hier also nur noch Kohle. Und sonst nichts. Wir haben hier kein Wasser. Warte mal schnell. Uiuiuiui. Also wir haben kein Problem wegen dem Wasser, weil wir dadurch, dass wir die Fernleitung haben, sind wir wasserunabhängig. Das macht uns schon mal. Das macht schon mal einiges leichter. Also das haben wir gut gemacht.
das kostet zu viel. Ich brauche das hier, ich muss sparen. Objective completed. Dann nehmen wir gleich hier. Ich hab hier halt. Jetzt lasse ich erst schon die Energie hochfahren. So, hier ist unsere Beschäftigungsgrad richtig, richtig gut. Also wirklich selten so einen guten Beschäftigungsgrad gehabt. Ich würde halt dann hier auch mal verkaufen, wenn ich mehr als 20 habe. Das hier auf 0 setzen. Und dann soll er es verkaufen, wenn er mehr als 20 hat. Weil ich glaube, dass das mehr bringt. Hauptproblem ist hier halt wirklich nur Strom. Deswegen wird das jetzt dann mit den Batterien wichtig. Was haben die für ein Problem? Essen. Und zu wenig Essen. Auch nicht schlecht. Dass sie gar so wenig Essen haben. 4,4 plus und minus 8, das geht weg. Ja, das ist natürlich eher schlecht. Kaufen wir weniger als 10, mache ich mal. Es bringt nichts. Jo, da hauen sie jetzt ab. So haben sie jetzt aber zumindest mal wieder Essen bekommen. So, ich habe hier eigentlich... Boah, ich habe hier so viel. Das kann ich alles verkaufen. Beziehungsweise auch hier. Kaufen wir nicht mehr als 30. Auch das da würde ich weglassen. Moment. Verkaufe Uran. Ich probiere jetzt mal was. Ich probiere es mal. Wenn ich jetzt unter Wasser Uranmine baue. So hierher zum Beispiel. Kriege ich dann Uran oder nicht? Large construction completed. Null. So ein Mist. Trading platform arrived. Was ist dafür eigentlich? Ja, kriege ich eins. Eins zurück kriege ich. Schade. Weil Uran hätte ich schon gebraucht. Was will ich machen? Was ich mich jetzt noch frage. Forderung der Raumstation. Ja, okay, es geht halt nur an die Raumstation. Brauche ich denn hier für Uran 580? Trading platform arrived. So, Moment. Ich denke, wenn ich mehr als 10 habe, ist auch okay. Ich glaube, ich baue hier ein Kernkraftwerk hin. Wo baue ich denn hin am blödsten? Dann baue ich hier noch Batterieladestationen.
Trading platform arrived. Huge construction completed. Und kriegen hier so wenig Gadgets? Warte mal. Produzieren eigentlich ganz normal. Small construction completed. Nochmal 50. Small construction completed. Dann brauche ich. Small construction completed. Trading platform arrived. Small construction completed. Bauen wir hier nochmal eine Uniklinik dann noch hin. Objective completed. Large construction completed. Okay, also hier wird das Uran richtig produziert, also richtig in Mengen. Und das soll er auch verkaufen. Wann verkauft er nochmal, wenn er mehr als 10, machen wir mehr als... Sagen wir mehr als 20. Trading platform arrived. Medium construction completed. Sehr schön, jetzt ist hier auch das soweit wieder drin. Unterhaltung brauchen sie noch. Schauen wir ganz kurz das. Beziehungsweise dann nehme ich ja das hier. Unterhaltungszentrum. Ist jetzt schon schweineteuer. Aber es gibt viel Unterhaltung. Und das ist ja auch momentan mein Hauptproblem, richtig? Ja. Habe ich hier schon Wein? Nee, gell, habe ich noch nicht. Trauben habe ich, aber ich habe noch keinen Wein. Gut. Weinkellerei hier. Medium construction completed. Und ein Unterhaltungszentrum würde jetzt auch nicht unbedingt schaden. Jetzt baue ich mal hier noch an die Seite. Bauen wir mal hier schön mitten rein. Schauen wir uns mal ganz kurz die Produktion an. Das sieht recht gut aus. Wir brauchen mehr Trauben. Quatsch. Hier. Weingarten. Mit meinen Ding bin ich ja schon voll, oder? Mit meinen Drohnen, ja. Dann brauche ich hier, also Wein. Ich sollte hier auch nochmal was mit Nahrung bauen. Sonst ist alles im Rahmen. Gadgets ist halt genau auf Null. Building is on fire. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Gut, hier warte ich nur noch auf Geld. Money, money. Gut, dann nehme ich hier jetzt auch mal schnell Wasserpumpen. Huge construction completed. Yes. Wichtig. Wichtig, jetzt haben wir nämlich Strom, aber wir haben jetzt null Ökologie. Ich brauche hier mehr zum Essen. Beziehungsweise... Der soll ihm einfach das Essen verkaufen. Ich mach's jetzt so. Mehr als 50. Hier verkauft es nicht mehr. Und wir bauen hier dann nochmal, weil wir haben hier Bodenfruchtbarkeit 53%.
Ja, nur 30. Bodenfruchtbarkeit ist wirklich mega schlecht, egal bei welchem. Medium construction completed. Large construction completed. Wir haben keine Gadgets mehr. Das geht nicht, das geht nicht. Building is on fire. Alles gut. Large construction completed. Huge construction completed. Produzieren wir mal Gadgets hier. Ja, sobald ich mehr als 50 habe, hau ich hier mal Wolkenfront, okay. Gute ist, wir haben hier überall sehr, sehr viel Strom mittlerweile. Und wir sind schon dabei. Okay, hier haben wir halt ein klares Problem. Trading platform arrived. Das Problem ist, hier kann ich mit nichts, hier kann ich nichts verkaufen. Das ist mega schlecht. Ich habe halt hier gar nichts. Ich habe wenig Uran, wenig Bodenfruchtbarkeit. Was soll ich hier verkaufen, weißt du? Das können wir nur verkaufen. Ups. Naja, schauen wir mal. Building is on fire. Sollte mal rausnehmen. Building is on fire. Trading platform arrived. Building is on fire. Building is on fire. Schütze mit Erwartung aus, das passt noch. Zu den Trauben. Nicht so viel Trauben. Passt doch. Medium construction completed. Gut, das hat jetzt gebaut. Ich baue hier als nächstes. Als nächstes baue ich hier eine Universität. Das steigert einfach. Im Wohnkomplex. Jetzt wird sich dann eh gleich die Wolkenfront nähern. Trading platform arrived. Large construction completed. So. So, unser Beschäftigungsverhältnis ist hier aber auch mega schlecht. Das schaut gut aus. Ästhetik fehlt hier noch ein bisschen. Warte mal, was bringt Ästhetik der hier? So. Regentage haben begonnen. Bewölkung macht Solaranlagen ineffizient. Das hat, interessiert mich aber ziemlich wenig. Aber der Grundwasserspiegel steigt. Das heißt, wow, wir kriegen Wasser ohne Ende. Und mehr Bodenfruchtbarkeit. Das ist ja mal wirklich was Gutes. Das heißt aber, wir... Ja, wir brauchen viel Nahrung. Das ist wiederum schlecht. Okay, Moment mal schnell. Large construction completed. New citizens arrived.
25. Large construction completed. Okay, hier hat sich, haben wir das immerhin bauen können. Trading platform arrived. New citizens arrived. Das könnte schon wirklich ein bisschen schwieriger werden. Large construction completed. New citizens arrive. New citizens arrive. Das Problem ist nämlich auch, dass er hier trotzdem mehr ist. Wenn mehr als 40 ist. New citizens arrive. New citizens arrive. So. New citizens arrive. Brauche ich hier jetzt auch noch was für die Ästhetik? People leaving the city. Hier haben wir immer noch das Problem mit der Energie. Das ist nur das hier, ich brauche das Stromnetz. Wenn das läuft, dann läuft's. Wenn das läuft, dann läuft's. So, aber Leute, ich würde sagen, wir belassen es für heute. In der nächsten Folge seht ihr dann, ob wir es so weit hinkriegen, dass wir in diesen noch 4 verbleibenden Tagen die Nahrung verkauft bekommen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Und wir sehen uns im nächsten Video, euer Raid. Bis dann, ciao.